Der Jahreswechsel wird traditionell ordentlich gefeiert, mit Raketen und oftmals auch reichlich Alkohol. Leider nicht gerade eine ungefährliche Mischung. Was in der Region alles zur Silvesternacht passiert ist, sehen Sie jetzt. Nicht überall war die Sicht so gut wie hier vom Tübinger Österberg. Trotz wolkenverhangenem Himmel konnten die bunten Silvesterraketen von hier aus ihre volle Pracht entfalten. Kein Wunder, dass viele Menschen diesen Blick zum Jahreswechsel wählten. Währenddessen wurde in der Tübinger Altstadt kontrolliert, denn hier ist das Abbrennen von Feuerwerk seit Jahren verboten. Und nicht nur das Zündeln selbst kann gefährlich werden, etwa wie hier, wenn Raketen direkt aus der Hand geschossen werden oder Knaller einfach umfallen. Auch zu hoher Alkoholkonsum kann zu Vandalismus und Gewalttaten führen. Insgesamt kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen zu knapp 400 Einsätzen in der Silvesternacht. Überwiegend handelte es sich dabei um Schlägereien, Sachbeschädigungen durch Feuerwerk, alkoholisierte Personen, Verstöße gegen das Waffengesetz durch unerlaubtes Führen von Schreckschusswaffen sowie Brände. Insgesamt wurden der Polizei zwei Vorfälle bekannt, bei welchen Personen durch Feuerwerkskörper verletzt wurden. Bei einem schweren Verkehrsunfall gegen 1 Uhr auf der B27 in Fahrtrichtung Tübingen auf Höhe des Parkplatzes Eichtal sind ein 10-jähriger Junge und ein 39-jähriger Mann getötet worden, sowie 15 weitere Personen schwer verletzt. An dem Unfall waren 6 Fahrzeuge beteiligt. Die Reutlinger Feuerwehr hatte zunächst einen relativ ruhigen Jahreswechsel zu vermelden, zumindest bis 3.20 Uhr. Denn ab da gingen gleich mehrere Notrufe über einen Dachstuhlbrand in der Südstadt ein. Und tatsächlich, in der Sebastian-Kneipp-Straße 47 kam es in einem 4-geschossigen Wohnhaus zum Großeinsatz für die Reutlinger Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen die Flammen bereits 4 bis 5 Meter hoch aus dem Dachgeschoss und das Feuer breitete sich in beide Richtungen aus. Zum Brandzeitpunkt wurden 30 bis 40 Menschen aus dem Gebäude evakuiert. 15 Personen mussten vom Rettungsdienst ärztlich versorgt werden. Es hatte sich aber niemand ernsthaft verletzt. Um 3.50 Uhr war der Brand so weit unter Kontrolle, dass er sich nicht weiter ausdehnen konnte. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch bis kurz nach 5 Uhr an. Zur Brandursache kann bisher noch nichts gesagt werden. Die Polizei Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Richtig Glück hatte hingegen eine noch unbekannte Person aus dem Kreis Reutlingen, denn sie hat in der Lotterie Silvestermillionen eine der 5 Hauptgewinne von 1 Million Euro erzielt. Nun ist es da, das Jahr 2019, und traditionell beginnt es wie jedes neue Jahr, nämlich mit viel Müll. In Reutlingen kümmert sich jedes Jahr die islamische Gemeinschaft Ahmadiyya um das Müllproblem im Stadtpark und räumt hier schon in den frühen Morgenstunden den Müll der anderen weg. In diesem Jahr haben sich rund 60 Teilnehmer an der Aktion beteiligt. Vielleicht nimmt sich in diesem Jahr ja der ein oder andere dies zum Vorbild und sorgt wenigstens dafür, dass der eigene Müll vor der Haustür beseitigt wird.